Von Anfang bis Ende sind die Gebete passenderweise dargebracht worden, den Göttern von Geburt und Familie und davor und danach dem Retter und Führer des Lebens, dem Asklepios. So, liebe Schwestern und Brüder, beginnt im zweiten nachchristlichen Jahrhundert eine Geburtstagsrede. Der Geburtstag steht ganz im Zeichen der Götter. Man verdankt ihnen das Leben. Und man zeigt es. Genau das ist wohl der Grund, weshalb Christen, zumindest die katholische Prägung, bis heute Schwierigkeiten haben mit dem Geburtstag. Da wohnt etwas sehr Altes, das uns in den Knochen steckt, nämlich jede Vorsicht, die angebracht war, wenn man heidnisch, pagan, wie man sagt, Geburtstag feiert. Weil man sich selber den Göttern verdankte und sich dachte. Das wollte man öffentlich oder auch im Kreis der Klientel, der Familie, die immer Großfamilie ist, auf keinen Fall tun. Deshalb feiern Christen in der frühen Zeit zumindest undenkbar das Geburtstag. Und wie gesagt, in der katholischen Tradition bleibt diese Vorsicht, das Saarland ist natürlich ausgenommen, bleibt diese Vorsicht bis heute bestehen. Zwei Ausnahmen. Sie kennen sie alle. Die Kirche feiert nur bei normalen Menschen zwei Geburtstage, den der Gottesmutter und den Johannes des Täufers. Warum? Wie kommt es zu einer solchen Ausnahme, obwohl es nicht ungefährlich ist? Man feiert diese Feste unglaublich viel. Schon Augustinus predigt zu diesen Festen. Und es gibt einen Zeitgenossen des Augustinus, nicht aus Nordafrika, sondern aus dem Nahen Osten. Der folgende Verse schreibt: Eva unterlag, als der böse Rat bei ihr Eingang fand, der sie zu einer Fremden machte. Aber als die heilige Maria erschien, brachte sie den ursprünglichen Glanz Eva wieder zurück. Eva wurde alt und gebeugt. Da gebar sie die Erdmutter Maria und ward wieder verjüngt. Denn die Geburt ihrer Tochter übernahm es, die Schuld der Ahnfrau wieder gut zu machen. Eva hatte damals in unser Gebilde den Sauerteig des Todes und des Jammers verborgen. Da erschien Maria und nahm ihn hinweg, damit eben nicht die ganze Schöpfung verdammt werde. Die Gnadenvolle trug das Heil. Gegrüßet bist du, Maria, wunderbares und ehrwürdiges Schatzhaus der ganzen Welt, Wohnstätte des Unbegreiflichen. Hier wird in wunderschönen Worten Auskunft darüber gegeben, warum die Kirche mit diesen beiden Geburtsfesten eine Ausnahme hat. Weil an diesem Geburtstag, an dem Geburtstag Mariens, etwas Besonderes geschieht, das nicht so ist, wie wenn wir Geburtstag feiern. Wir dürfen das tun. Wir dürfen auch unsere Existenz verdanken, weil wir als Christen wissen, wem wir sie verdanken. Aber nirgendwo, so hat die Kirche ein sehr feines Empfinden dafür gehabt, wird so deutlich, wem sie dieses Leben verdankt, wird der Blick nirgendwo so klar auf den Urgrund und den Schöpfer des Lebens, auf Christus hin, wie bei Maria. Kyrillonas, so heißt dieser Vater, hat es uns auf ganz eigenartige Weise gesagt, indem er den großen Bogen spannt zum Beginn der Schöpfung. Unser Evangelium hat einen anderen Bogen geschlagen, von Abraham her verstehen, über David, über all die Geschichten von Abfall und Ehebruch hinweg, über Glaubensverlust und Glaubensmangel, über Abfall von Gott. In einer solchen Linie wird Gott Mensch. Und es ist interessant, dass es bei diesem Stammbaum mitnichten um die Vorfahren Marias geht. Es geht um die Linie Josefs, der Jesus eben nicht gezeugt hat. Ist das nicht merkwürdig? Aber genau das
wozu der Geburtstag Mariens den Horizont öffnet, wird hier ausgedrückt. So wichtig die Menschen sind, so sehr sie ihre Geschichte, auch ihre Sünde mit und von Gott leben. Ein Blick muss frei werden für Christus, für den Urgrund. Tiefer sehen lernen, heißt die Devise dieses Festes. Tiefer sehen lernen auf Christus. Die ganze Existenz öffnen auf ihn. Nicht, dass das, was wir sind, was wir tun, unwichtig ist. Aber es muss hintergründig sein. Es muss eine Perspektive haben. Es muss einen tiefen Grund haben. Das, was wir sind, was wir tun, was wir reden, wie wir leben. Es gibt keine Situation in den Evangelien, die uns von Maria berichtet wird. Und das sind oft schwierige Situationen. Situationen, wo Jesus seine Mutter zurückweist. Situationen, wo sie tiefes Leid erfährt und empfindet, unvorstellbare Schmerzen. Situationen auch von Nähe. Von Anfang an Situationen der Not und des Bangs. Immer ist Christus in der Mitte. Und deshalb ist es gut, dass die Kirche von der frühesten Zeit an diesen Tag begeht. Dass sie eine Ausnahme macht, sodass wir an dieser Ausnahme lernen können, wie unser Leben aussehen kann. Wie wir Geburtstag feiern, so Gott will. Dass wir alles, was wir haben, wer wir sind, immer auf Christus hin orientieren und von ihm her verstehen. Dann dürfen wir auch von unserem Leben sagen, was die Väter von Maria so oft gesungen haben mit den Worten des Psalms. Sie ist die fruchtbare Erde, die sich auftut und Christus hervorbringt.